Der ist ziemlich seltsam, der Zwerg. Gibt's dafür keine fette Belohnung? Eine dicke Schatzkiste oder so? Aha, das Ding. Kriegen wir auch, wenn wir ja, bei dem Geber sind hier. Das ist ein Grazilachs. Ah, ein Gedankenschön, da kann man als Gefährte nehmen. Wir waren ein Goldstück. Stimmt, da hatte man einen anderen Kommentar geschrieben. Jagdfalke. Kriegshund. Leprechaun, das ist eigentlich ein Kobold. Ich weiß gar nicht, warum sie das ja auch nicht übersetzt haben. Aber die Leute haben es ja hier mit Übersetzung. Also die Übersetzungen werden hier ganz groß geschrieben. Hier werden Lügen mit Lügen geschrieben und so weiter. Du Lügner! Ja, da sind wir jetzt ja alle auf dem gleichen Stand. Gehen. Bartiri sieht ja auch sehr niedlich aus. Ja, hier dürfte das aber auch nicht so sein. So, ihr seid alle auf dem gleichen Stand. Dann habt ihr jetzt also. Jetzt sind wir bei Kapitel 3. Der Thron des Zwergengötter. Und was macht ihr jetzt gerade? Die schwer zugängliche Orte oder was? Ne, da wollen wir jetzt hin. Also hier zu diesen Thron der Zwergen. Nee. Wollt ihr nicht? Warum wollen wir nicht? Ihr seid gerade wo? Gib mir eine klare Antwort. Nein. Gib mir eine klare Antwort, was ihr gerade machen wollt. Hab ich doch gerade gesagt, wir wollen jetzt Kapitel 3 machen. Und wir sind in der Enklave. Okay, ihr wollt Kapitel 3 machen. Dann habt ihr es da stehen, Pwent in Gantelgrüm Kreffen. Ja, genau. Okay. Die Quest kann bei mir nicht ange... Moment, hab ich. So. Die Tunnel von Gantelgrüm. Wo geht's? Ah, da oben. Mann, ich krieg hier immer nur Schrott. Wenn ich da irgendwie unterwegs bin. Nicht mehr irgendeinen coolen Gegenstand, den man wirklich gebrauchen kann. Oh, wollt ihr zu mir kommen? Wir gehen zu den Tunnel von Gantelgrüm. Du bist in einer anderen Instanz von der Protectors Enclave. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, aber... Das macht einen Unterschied. Aber ihr sagt ja nicht, in welche Instanz ihr seid. So kann ich auch nicht wechseln. 22 anscheinend. War das da, Tunnel von? So. Ja, vorhin kann man das auch sehen. Oh, toll, jetzt bin ich. Ne, man kann es nicht sehen. Doch, da wird angezeigt, wo Freunde sind, wo Partymitglieder sind. Ich kann zum Beispiel sehen, dass du. Moment. 22. 29. Ich bin in 29. Ja. Weil gerade eben 29 gesagt wurde. Aber offensichtlich seid ihr nicht hier. Dankeschön. Ja, ich habe 22, nicht 29 gesagt. Du hast 21, 29 gesagt. Ich habe gar nicht 21 gesagt. Doch. Nein. Doch. Deine Mutter hat 21 gesagt. Genau. Oh, Marius, bist du in der Verkehrten. Deine Mutter hat, ja genau, siehste. Mario hat 29 gesagt und wir beide sind zu 29 gegangen, siehste. Die Mehrheit hat gestimmt. Nee, ich habe einfach nur den kindlichen Streit beenden wollen und habe... War kein kindlicher Streit, sondern es war einfach, dass er gesagt hat, dass ich was gesagt habe, was ich nicht gesagt habe. Deine Mutter hat was gesagt, was du nicht gesagt hast. Das hat sie bestimmt. Pfff.
Diese komischen Dinger, welche komische Stimmen. Supi, da war noch eine Sekunde. Jetzt wollte ich gerade aus dem Kreis rausspringen. War so klar, als er in den Rand geht. Ja, hat aber nicht geklappt, weil das Spiel schon mitten bei Sekunde 1 umgehauen hat. Kannst du ja mal ausprobieren. Oh. Hä? Achso, das ist ein Geist. Wo ist mein Geist eigentlich hin? Ah, da. Der Helm! Runors Helm! Ich sollte darauf aufpassen! Hä? Ich hab das abgebrochen. Oh! Macht der Gewohnheit. Okay, wir sind also vorsichtiger jetzt beim Wegklicken. Hey, wieso macht er das hier? Man hört so gut wie das. Hast du was gerade gesagt? Wieso eigentlich macht der Gewohnheit? Hörst du dir nicht mal an, was die Leute sagen, oder? Nö. Weil das, dafür reicht die Zeit nicht aus. Hä? Das ist ja kein Wunder. Also das machen wir auch. Wenn ich das nämlich, ja genau, deswegen, ja, weil ihr das ja auch macht. Ah, übrigens, Falle. Ja, ich mach das nicht, ich höre mir alles an. Das schaffst du? Ja. Ja. Kein Problem. Man weiß jedenfalls auch, warum man was macht und was man überhaupt machen soll. Nur bei mir ist das relativ latte. Weil ich finde, dass im Spiel wesentlich mehr Spaß macht, wenn man überhaupt weiß, was man tun soll. Nein, haben sie gerade versucht. Man wäre tatsächlich jetzt aber nicht. Also, Moment, ich brauche Arcana-Wissen. Das heißt, das kann nur jemand mit Arcana. Danke, dass du das weggeklickt hast. Ja, das kann nur jemand mit Arcana ansprechen. Ja, ich wollte es gerade vorlesen, aber danke, dass du das weggeklickt hast. So viel zum Thema, warum klickst du das jetzt weg? Ich wollte das lesen. Warte mal auf zu kämpfen. Ganz ehrlich, ich glaube, ich ändere jetzt gleich mal meine Skillung hier. Den sprecht ihr irgendwie nicht an, oder? Ich ändere jetzt meine Skillung. Ist hier von der Mitte, das will ich ändern. Okay. Siehst du, weg ist er. Ich kann mit denen gar nicht sprechen. Hä? Der Weg. Ich hab mit denen gesprochen, Marius, hast du das gesehen? Was? Hast du gesehen, wie ich mit dem gesprochen habe? Was habe ich gesehen? Wie ich mit dem Typen gesprochen habe. Ob ihr mit dem Typen gesprochen habt, habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das wäre aufregend. Er hat mit dem Typen gesprochen. Nee, ich habe mit dem gesprochen und währenddessen ist ja jemand weitergegangen und hat mir gekämpft und dann musste ich nochmal mit ihm sprechen. Also ich habe ihn gar nicht erst angesprochen und bei mir ist er jetzt weg. Okay. Ja, das ist irgendwie ziemlich schlecht gemacht. Also nicht nur, dass es total unterschiedlich ist. Ich bin Erster. Toll, der Waldfee. Boah, geil! Oh nein, toll! Wollte ich machen. Der ist noch geil, was soll das denn? Ich bin natürlich alle dumm gemacht. Mario, das ist meine Aufgabe, wenn Gegner versammelt sind, sie wegzumachen. Niemals. Ist ja nicht so, als wäre der Gegner aufgetaucht, ne?
Ja, und sind immer noch welche. Also. Wir kommen hier erst, wenn ich von weg bin. Das ist doch bescheuert. Also wenn sie den Hinterhalt liegen wollen, dann haben sie irgendwie vergessen, den auch halt zu benutzen. Ich laufe einfach so durch, nichts passiert. Oh, scheiße, ich trinke gerade aus dem falschen Glas, ey. Toll, toll. Warum haben wir zwei Gläser hier stehen? Was hast du denn jetzt getrunken? Säure oder? Nee, alles gut. Aber ich glaube, da war vorher Cola drin. Auf jeden Fall war es ein altes Glas. Scheiße. Vergessen. Ich glaube, dass ich etwas habe, das euch gehört. Cool. Ich schicke euch in die neuen Höhe. Nein. Das heißt Hölle, nicht Höhe. Ich glaube, du wirst diesen aufdringlichen Abenteurer töten. Übersetzungsfehler. Oh. Prevent. Wir müssen den Exorzisten rufen. Ach scheiße, ich hab den Zauber ja nicht mehr. Können wir die Troller töten? Weg. Ich frag mich, ob der in der Buchfrau kam für diese Salvatore oder ob das jetzt nur für dieses Spiel gemacht wurde. Wie bitte? Ich frag mich, ob dieser Charakter aus dem Buch ist oder ob er jetzt das nur für dieses Spiel gemacht hat. Leute, wir müssen den hier hinten laufen. Hab ich nicht verstanden. Dann sage ich das gleich nicht nochmal. Ich umbringe. Hallo. Bitte mich. Ja. Was ich willst du? Umbringen. Hier rein noch in den leuchtenden Kreis. Was? In den leuchtenden Kreis locken. Was ist denn das für ein Kreis? Ein leuchtender Kreis, verdammt. Wir wollen ihn mit dem heiligen Kreis läutern. Das konnte ich nicht lesen, da war einfach zu viel anderer Kram. Mann, mein Golem will nicht. Tada. So, jetzt ist er. Wow, hab ich fast gekillt. Hä? Warum ist er nicht geläutert? Warum hab ich auf nur eine. Was zum. What the shit? Ich hab auf einmal Schaden, dieser. Noch ein heiliger Kreis? Noch einmal so einen Kreis machen. Wie ist er überhaupt entstanden? Da stand auf einmal, da wurde das Bild kleiner, das war da, läutert ihn. Also. Ah, hier! Okay, das ist wieder das von. Das ist von Mike. Doch, er ist wieder da, kommt her, schnell! Wo sind da hin? In der Mitte. Da, auf der anderen Seite sind. Macht das ihm Schaden oder hilft das wirklich, ihn zu befreien? Ich hab keine Ahnung. Wenn er jetzt reinläuft? Mann, scheiß Golem. Also, Nein! Das bringt mich um. Ja, diese Fledermäuse sind echt heftig. Gehen wir auf die andere Seite, vielleicht kommt das. Achso. Wie ist der Zauberscheiße? Dann rede ich mal mit ihm. Ja, mach mal. Seht ihr das? Nö. Okay. Lang genug. Für die, die das wissen wollen, spielt das Spiel selbst. Ich hab Tab gedrückt. Cool, da bin ich. Ich knie nieder. Hallo? Warum knie ich nieder? Warum renne ich jetzt weg? Habt ihr es gesehen?
Ja, aber bei mir war ich das. Also jeder hat das anscheinend für sich gesehen. Hm. Was ist das? Gute Frage. Ist es weg? War offenbar questgebunden. Oh. Naja, Quest sagt da lang. Die Entklovati, die Kloake wird geladen. Und er kommt tatsächlich in drei Büchern vor. Die Kloake? Ist interessant. Ne, der Verwend. Achso. Ich spreche am besten nicht Brigold an. Geht ja auch wieder schief. Du.